The stench of death is strong. A witch holds power here, but I sense Gabriel is more than a match for her. The bones of his fellow warriors litter the place, but he seems oblivious to them. Stoic and determined to move forward, he doggedly fights on. He has not slept for days. He rests only briefly. I sometimes hear him talking to her, telling her he loves her, that they will be together again. In the dark, he weeps for her, or perhaps it is for his own lost soul. Lost your way? Oh, lost your way? Master told Baba you would come. Who is your master? The king, of course. The king of the angels. Lost your way, then? Baba can help. Baba knows the path. Where is it? Where must I go? Only in the music box can blue rose grow. Baba wants to be young and pretty again. Bring Baba blue rose. Baba will show you the way to the land of the dead. Baba shrink you small enough to enter the box. Inside you must pass the test and bring Baba rose back. Baba will be young again. Oh, yes! Box locked. Scarecrows took keys. Oh, bad scarecrows. Keys of three. Bring me three, and you will see. Baba glad to set you free. Find keys and bring to Baba. Baba not lie to you. Three keys. Go no further without the keys. I will get them for you, but you must promise to help me. Yes, yes, promise I will. Keys first. Go, go! Buenos dias, mis amigos, hier ist für euch wieder Tlafarnival und zwar heute mit der 38. Folge meines Castlevania Lords of Shadow Let's Plays und heute befinden wir uns im Kummermoor. Vergesst nicht hier mit diesem Typen zu reden und ja, Baba Yaga hat uns den Auftrag gegeben, drei Schlüssel für ihren magischen Leierkasten, für ihre magische Spielohr zu finden. Und das wollen wir tun, denn ansonsten hilft es uns nicht, ins Reich des Todes einzudringen. Was wir aber tun müssen. Und dieses ganze Level ist sozusagen ein einziges großes Rätsel. Da haben wir gerade die Lösung gesehen, aber man kann das Ganze auch ohne Lösung lösen. Und hier sehen wir, es gibt überall diese komischen Wäscheleinen oder was auch immer das sein soll. Ich hab immer das Gefühl, es ist sowas wie Wäschelein, was da hängt. Und darauf sitzen Krähen und diese Krähen können wir verscheuchen, indem wir die Räder an den, die da unten an den Dingern dranhängen, bewegen und an denen rütteln. Und das scheucht die Krähen dann in die entsprechende Richtung weiter, in die wir dann in dem Moment gerade schauen. Nachdem wir ein paar Mandragoras erledigt haben, natürlich erst, denn die Mandragoras, die können uns Lebensenergie abziehen und das wollen wir nicht. Vor allem nicht, wenn sich da auf einmal 20.000 Stück um uns versammeln und uns innerhalb von 5 Sekunden
unser ganzes Leben aussaugen. Da hinten sehen wir jedenfalls schon eine Vogelscheuche. Und wenn die mit Krähen in Berührung kommen, die übrigens Krähen von der Extremalphas sind, wie ihr seht, ne, die haben auch diese Knochenplatte vorne dran, diese Federfärbung, die so aussieht wie eine Knochenplatte. Denn die Extremalphas, die hat hier so ihre Spionin geschickt. Naja. Das nenne ich mal eine Vogelscheuche. Oh ja. Also wenn ich ein Vogel wäre und so ein Viech würde auf mich zukommen, ich würde nichts mehr machen. Ja, die Vogelscheuchen haben so ein paar flotte Angriffe. Die haben diesen etwas so halbwegs fernen Angriff, der auch noch ein Flächenangriff gleichzeitig ist. Und die haben diese Sprintattacke, wie ihr seht, und normale Schlagattacken. Und die sind durchaus in der Lage, uns zu töten. Und der Gestank des Todes ist nach wie vor überwältigend. Das überspringen wir mal flott und machen uns wieder auf, die Vogelscheuche zu töten. Und diesmal hoffentlich etwas geschickter als zuvor. Wie immer greift die Taktik ein, zwei Schläge und dann erstmal eine Weile ausweichen. Ziemlich gut. Das war gerade ein ganz nicer Move eigentlich. Ja, ihr habt auch hier wieder die typischen Quicktime-Events. Nichts, was wir nicht schon kennen würden letzten Endes. Und das ist mal wieder so einer meiner großen Beschwerden in diesem Spiel oder an diesem Spiel. Alle Kämpfe sind letzten Endes ziemlich gleich, außer vielleicht die gegen die ganz großen Endgegner. Aber ich mag es sehr, wie man die Vogelscheuchen dann letzten Endes wirklich erledigt. Ganz ehrlich, das ist doch geil gewesen. Ja, und das war die Vogelscheuche. Also nicht die einzige, es gibt noch zwei andere, denn wir müssen auch drei Schlüssel finden. Aber das war die erste Vogelscheuche. Und jetzt beginnt das Rätsel mit den Krähen allmählich etwas komplizierter zu werden. Die Mission hat übrigens auch was mit dem Rätsel zu tun. Und zwar muss man es sozusagen ja perfekt lösen und die Krähen genauso lenken, dass man, ich glaube, dass man nur 7-mal die Krähen weiterscheucht oder so. Also es gibt ein gewisses Limit und das ist auch wirklich das, was man gerade so hinbekommen kann. Ich muss mich übrigens nochmal korrigieren, dass mit dem Uhrturm, da hatte ich gesagt, man sollte den in 2 Minuten schaffen. Das geht natürlich gar nicht. So ein Schwachsinn. Ich hatte mir irgendwas aus den Fingern gesungen in dem Moment, weil ich es vorher nicht nachgeschaut hatte. Das sind 4,5 Minuten. Meine ich. Ich habe es auch nicht nachgesehen, aber ich meine mich jetzt richtig zu erinnern, es waren auf jeden Fall, also mindestens 4 Minuten, ich glaube 4,5. Ja, ihr seht also, da ist noch eine Vogelscheuche, aber das Problem ist, wir können die Krähen da jetzt noch nicht hinlenken, denn da hinten, weiter im Level, wo wir gerade herkommen, da sind mehrere Alternativen für die Krähen, um irgendwo hinzufliegen und die werden dann immer die Alternative nehmen, die nicht zu einer Vogelscheuche führt. Das bedeutet wiederum, wir müssen schauen, dass wir die Vogelscheuchen, die Vögel irgendwie anders gescheucht kriegen. Und leider habe ich den Fehler begangen, erstmal hier hochzugehen, was uns einfach ein bisschen mehr Zeit kostet, als wenn ich erstmal was anderes gemacht hätte. Denn da oben waren noch keine Krähen, aber die müssten da eigentlich gleich spawnen, aber das wollten sie jetzt noch nicht. Was blöd ist. Und ich mag es, Germandragoras zu töten, weil die sofort tot sind mit einem Schlag oder mit 2 Schlägen halt. Und ach ja, ich mag es immer. Also in diesem Level werde ich wieder ziemlich viel untersuchen und so weiter und nachforschen. Und deswegen dauert das Ganze relativ lange. Relativ lange. Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob dieses Spiel schlechter ist. Oder Simon's Quest. Also Castlevania 2. Ich habe es gestern angefangen, Simon's Quest. Und na, ich meine, es geht. Es ist in Ordnung. Es ist jetzt nicht das geilste Spiel, das ich je gezockt habe. Aber es geht.
Ich würde sagen, die beiden sind ziemlich gleich. Weil es eigentlich keine schlechten Spiele sind, aber einfach nicht so genial wie die anderen Teile aus der Serie. Ich habe meinen Tod gesehen und er ist wahrhaft schrecklich. Aber es tröstet mich, dass meine Träume mir sagen, einer werde es schaffen und die Fürsten des Schattens besiegen. Ich frage mich, ob er bereits das Land durchkämmt und jene vernichtet, die all das zerstören wollen, was wir lieben. Wenn ja, dann sei Gott mit dir, mein Freund. Töte und töte immer weiter im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mögen alle, die sich Gott in den Weg stellen, seinen Zorn zu spüren bekommen. Meine Herren, der ist ja schon ziemlich extrem, der Typ. Aber gut, soll er mal sein. Wenn er es unbedingt möchte, ich meine, gut, wir sind ja auch so on a rampage, ne? Ja, aber hier zeigt sich, dass es sich auszahlt, dass ich erstmal alles so schön untersucht habe. Also das Level ist eigentlich gar nicht so lang wie dieser Part. Je nachdem, wie effizient man da durchrennt. Und das hier war eben mein... Ja, nicht mein Testlauf, aber... Halt mein erster Lauf durch das Level seit langer Zeit. Und insofern habe ich eine etwas ineffiziente Route genutzt, um hier alles zu finden. Dieses Land strotzte einst nur so von Leben und Schönheit. Und seht es euch jetzt an. Der Gestank des Todes wabert überall. Die Vogelscheuchen sehen alles. Und ich habe gehört, dass die Krähen von Malphas über diesen Ort wachen und ihrer Meisterin Bericht erstatten. In einer alten Legende heißt es, dass eine Hexe den Geliebten von Malphas tötete und dass sie Rache schwor. Ich frage mich, ob das alte Weib noch lebt oder ob das nur eine gute Nachtgeschichte ist, die Kindern Angst einjagen soll. Was widersprüchlich ist, denn wenn man Angst hat, erlebt man keine gute Nacht. Insofern wäre es eher eine, ja, auf jeden Fall keine gute Nachtgeschichte. Aber gut, wie auch immer, ja. Ich hatte ja angedeutet, dass die Geschichte um die Hexe Malphas was mit einer Liebesbeziehung zu tun hat und unglücklicher Liebe und so weiter. Und ja, die Hexe Barba hat was damit zu tun, denn die hat allem Anschein nach den Geliebten von Malphas umgebracht. Die alte Schlampe. Und endlich haben wir unsere Lichtmagie fast voll und fehlen, meine ich jetzt, noch 5 von allen Steinen. Ich glaube, wir können überall noch ein Upgrade bekommen, wie das aussieht. Und das werden wir natürlich auch, bevor wir den letzten Boss treffen, werden wir alle Sachen voll haben. Wir werden alles geholt haben in diesem Spiel und auch alle Missionen bestanden haben und so weiter und so fort. Das ist alles gar kein Problem. Jo, und nachdem wir jetzt auch hier die letzten Dingens-Bumens-Biester getötet haben, können wir uns endlich auf den Weg machen und mit dem Rätsel fortfahren. Einmal hier die Krähen wegscheuchen, denn dann kommen die da hinten hin und dann erscheinen jetzt nämlich neue Krähen. Denn das Problem, das wir jetzt haben, ist, diese Krähen, da können wir nur zwischen diesen beiden Wäschelein, nenne ich es jetzt mal, wieder hin und her scheuchen. Außer wir nutzen diese Krähen da oben. Denn jetzt haben wir die Macht, die absolute Macht, die wir brauchen. Um die Krähen weiter zu scheuchen. Denn ein Krähenschwarm wird niemals in das Territorium eines anderen Krähenschwarms eindringen. Obwohl die Viecher ja eigentlich zusammengehören müssten. Die gehören alle zu Malphas. Also insofern hat sie die Scheiße abgerichtet, die Viecher. Aber... Uns kommt das natürlich nur zugute, denn die teilen sich nicht gerne diese Wäscheleinen und aus diesem Grund können wir jetzt mit Hilfe verschiedener Krähenschwärme versuchen. Können wir einmal versuchen, die Krähen jetzt auf neue Pfade zu locken. Indem wir ihre
Gebrüder und Geschwistern nutzen. Um sie davon abzuhalten, auf gewisse Wäscheleinen zu fliegen. Was wir hiermit auch tun. Und diese Mandragoras, die hören in diesem Level, finde ich, wirklich nicht auf. Ich habe immer das Gefühl in diesem Level, immer wenn ich es mal spiele, dass es einfach nicht aufhört mit diesen Scheißviechern. Dass die immer und immer und immer wieder kommen. Und zwar ohne Unterbrechung. So, was jetzt wichtig ist, ist einmal hier die Krähen schon mal weiter zu scheuchen. Denke ich, meine, man muss es machen. Ich glaube, sonst fliegen die anderen Krähen noch wieder zurück. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja. Und die dann dahin. Und jetzt kommt der Clou, der absolute Oberhammer, der Mega-Burner dieses Levels. Denn anstatt, dass die Krähen jetzt gerade ausfliegen auf das nächste Ding, werden sie jetzt... Genau. Nach rechts weiterfliegen. Und das kommt uns sehr zugute, denn dort hinten ist eine Vogelscheuche. Also einmal geschüttelt. Und los geht der nächste Kampf. Und da kommt wieder dieselbe Sequenz wie vorher, deswegen überspringen wir die natürlich auch ganz galant. Die Vogelscheuche hier ist an sich genauso wie die vorangegangene. Aber ich glaube, sie ist ein wenig stärker, hat ein wenig mehr Energie. Und da habe ich gerade gemerkt, dass Weihwasser gegen Vogelscheuchen ziemlich nützlich sein kann. Was natürlich nie schlecht ist, wenn man herausfindet, dass irgendeine schöne Waffe, die man hat, gegen so ein Biest effektiv ist. Insofern... Das ist jetzt gar nicht geklappt gerade. Aber ihr seht, die Vogelscheuche ist schon so ein bisschen flotter auf den Beinen ab und an und auch ein wenig stärker, glaube ich. Meine ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, sie kam mir immer ein bisschen stärker vor und die nächste kommt mir dann nochmal ein wenig stärker vor. Ganz sicher bin ich mir da aber auch nicht. Muss ich da ganz ehrlich zu sagen. Aber ich meine es. Ich meine, sie ist stärker. Und gleich ist sie tot und dann ist es egal, ob sie stärker ist oder nicht, weil sie dann tot ist. Und stirb. Ich mag das, die so zu töten. Und ich würde mir liebend gern diese Waffen da mitnehmen von den Viechern. Das wäre doch richtig geil. Das wäre doch mal einfach nur richtig, richtig geil. Aber leider, leider geht das noch nicht. Schade. Ja, jedenfalls haben wir wieder neue Krähenschwärme, die wir nutzen können. So, und hier müssen wir es jetzt mit drei Krähenschwärmen hinkriegen. Und zwar müssen wir... Da vorne seht ihr ja zwei von diesen Wäscheleien und hier haben wir noch eine dritte. Und zwei dieser Wäscheleien müssen jetzt erstmal besetzt sein, nämlich die beiden da etwas weiter hinten im Bild. Damit man von dieser dritten aus nur noch zur Vogelscheuche fliegen kann. Und nach wie vor, ich hätte lieben gern so eine Vogelscheuche im Garten, also wenn die mir gehorchen würde. Also wenn die mich umbringen wollte, würde ich es nicht machen. Aber ansonsten, ich meine ganz ehrlich, da hast du keine Probleme mehr mit irgendwelchen blöden Vögeln oder so. Die sind aber weg, aber flott. Ja, und ich, anstatt das Rätsel weiterzumachen, da mal ich hier noch ein bisschen rum mit Mandragoras und allem drum und dran. Aber die Viecher nerven mich immer. Also immer wenn ich solche kleinen Scheißgegner sehe und ich weiß, dass ich die an sich wirklich am Respawnen hindern könnte, wenn ich sie nur oft genug besiege, dann will ich sie auch immer besiegen eigentlich. Das ist so ein innerer Zwang von mir, manchmal beim Spielen. Wenn aufräumen, dann richtig. Ja, so ist es ja eigentlich auch am besten, ne? Aber... Und so halte ich es auch im Leben. Wenn ich mein Zimmer aufräume, dann richtig. Wenn ich es nicht... Nein, das ist das nicht. Nein.
Nein, das ist blöd. Und da merke ich gerade, dass ich alle drei Dinger hätte einsetzen müssen. Und jetzt kommen wieder diese Viecher. Ich hasse, also ganz ehrlich, manchmal nervt mich Mandragoras bis zum Abwinken. Sind ja schnell besiegt und alles, ne? Aber die kommen immer in solchen Mengen teilweise daher. Das ist einfach nicht mehr schön. Und dann kommen wieder neue davon und dann wieder. Und oh, man kommt einfach nicht zurande mit dem Scheißlevel. Aber man möchte gerne zurande kommen mit dem Scheißlevel. Das ist ja das Problem. Auch wenn sie uns natürlich willkommene Erfahrungspunkte geben. Ganz so geil ist das nicht immer, wie man sich das vielleicht denkt. Na, jedenfalls ist er jetzt ein neuer Krähenschwamm und das heißt, den hier können wir wieder schön flott darüber schicken, wo er eben schon war. Das war so völlig sinnlos, dass wir den einen Krähenschwamm hier hingeschickt haben. Und dann kommt der jetzt endlich dahin und jetzt gleich können wir endlich die letzte Vogelscheuche besiegen. Tut mir leid, dass diese Folge unnötig lang ist. Ja, aber so habe ich in dem Moment gespielt und das habe ich aufgenommen. Mehr kann ich euch leider nicht zeigen. Tut mir leid, ich habe mir ein bisschen viel Zeit gelassen mit dem Level. Aber während man aufnimmt, denkt man da auch gar nicht so sehr dran, wie lang die Folge wird. Vor allem nicht, wenn man dann nicht nur einzelne Level aufnimmt, sondern eben mal so ein ganzes Kapitel in diesem Spiel. Also in diesem Fall waren das drei Level. Ja, die letzte Vogelscheuche ist aber an sich nicht anders als die beiden vorangegangenen. Lässt sich auch mit Weihwasser ganz gut wieder im Griff halten. Und irgendwie haben es in diesem Durchlauf alle drei Vogelscheuchen geschafft, mich mit dieser doofen Griffattacke zu treffen. Fragt mich nicht, wieso. Normalerweise klappt es nicht bei denen, aber dieses Mal, und auch dieser Flächenangriff trifft mich diesmal andauernd. Ich weiß nicht, was da los war. Was ich gefrühstückt hatte. Ich habe keine Ahnung. Aber gleich ist sie tot und dann beenden wir das Level und dann sind wir alle glücklich und können ein weiteres Level in Angriff nehmen, das nicht so lange dauert, das ein bisschen kürzer ist, ein bisschen flotter geht und sich vor allem nicht so zieht. Ich meine, wenn das Level einfach nur lang wäre, das ginge ja noch, aber wir haben hier ziemlich viel Zeit verbracht oder ich habe ziemlich viel Zeit verbracht mit irgendwelchen komischen Dameleien, die nicht hätten sein müssen. Tut mir leid. Aber ja, wie gesagt, so habe ich in dem Moment gespielt. Und so müssen wir jetzt alle damit leben. Und ich merke gerade, die hat eine Barriere erschaffen, die Vogelschlöcke, dass man nicht weg kann. Ist mir vorher nicht aufgefallen, weil ich... Man denkt, finde ich, auch gar nicht daran wegzulaufen in diesem Spiel. Also ich denke nie daran wegzulaufen. Ich mache einfach immer... Immer feste drauf. Und er ist tot. Und das ist sehr gut. Und wir sind kurz davor, eine der ultimativen Techniken zu erlernen. Werden das auch schaffen. Aber das wird offscreen geschehen. Tut mir leid. Wir werden die Vogelscheuchen nochmal extrem rapen in der Mission. Glaubt mir. Also wir werden ultimatives Licht haben und die Vogelscheuchen werden innerhalb von 10 bis 15 Sekunden allesamt jeweils niedergehen. Aber sowas von niedergehen. Und ich weiß nicht, warum ich die Mandragoras hier nicht noch töte. Das hätte uns noch ein bisschen... Nee, doch nicht, ja. Hätte nicht gereicht für 360 Punkte. Genießt die Cutscene. Inside the box. What? Close your eyes, or spell will blind you. Ja. Und ja, wir sehen uns dann
Meine Besten, in der Folge 39 von Castlevania Lords of Shadow. Ich bin Lafar Anjual. Bis dahin. Ciao.